Hallo, meine Lieben. Bei mir ist heute Post angekommen von meiner lieben Miss Fruchteis. Wundert euch bitte nicht, meine Fingernägel sehen gerade aus wie Sau. Wir waren nämlich heute auf dem Friedhof und haben das Grab komplett neu gemacht. Also alles runter und ja, alles neu gemacht. Und ja, ich kriege die momentan nicht sauber. Ihr seht auch, sie sind sehr kurz. Ich habe sie sehr kurz gemacht. Ja, weil ich einfach ja bald nicht mehr hier bin und dann mir die Nägel eben nicht mehr jede Woche machen kann. Und damit die dann ganz in Ruhe Zeit haben, rauszuwachsen und da nicht so ein Unterschied ist, habe ich mir die jetzt so kurz gemacht. Und wie gesagt, ich krieg's nicht sauber. Also ich werde sie heute, werde ich mich nochmal ransetzen müssen, muss die nochmal neu machen. Ich wollte jetzt aber das Video schon mal fix abdrehen. Und deswegen entschuldigt einfach, guckt nicht hin. So, ich habe schon mal aufgemacht. Und ich mache das einfach mal so, dass ich hier einfach mal alles in eins auskippe. Schwupp. So. Oh je, was hast du denn da gemacht? Okay, das gucke ich mir gleich in Ruhe an. Nochmal rein und ich denke, das war alles. Jawohl. So, das war's. Als erstes habe ich hier die Post und die ist so süß verklebt hier hinten. Da schaue ich gleich mal rein. Und als erstes kommt hier so eine super schöne Karte zum Vorschein. Happy Moments. Und wie immer gucke ich mal kurz alleine rein, aber ich denke mal, ich werde es vorlesen. Ja, also sie schreibt mir, ja natürlich, dass sie hofft, dass es mir gut geht und dass sie ein paar Sachen aneinander kleben musste, damit sie eng genug bleiben, weil sonst der Umschlag zu dick geworden wäre. Das ist das hier, was sie bestimmt meint. Ja, und ansonsten, wenn ich irgendwie Sachen bei ihr sehe, dann soll ich ihr Bescheid sagen und genau, und sie schaut für mich nochmal nach dieser Action Llama, diese Folie, diese Schrumpffolie, die wollte ich unbedingt haben. Und deswegen hat sie gesagt, sie schaut nochmal im Action, ob sie die nämlich findet, weil bei uns gab es sie nämlich nicht. Genau, und dann hat sie mir hier noch so einen schönen Bibelspruch reingetan und der passt natürlich super, super, super zu meiner Reise. Und hier steht, Gott spricht. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder herbringen in das La in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Exodus 28, 15, also das ist Mose, eins der Mosebücher. Ja, vielen Dank, meine Liebe. Der Spruch, der passt natürlich super. Ja, und wie immer kommt das natürlich an meine Wand, wo die ganzen Karten sind. So, und dann schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Was hat sie denn hier alles aneinander geklebt? So, mache ich mir das hier erstmal ab und lese mir das erstmal. 10 Gramm nachtleuchtendes Pigment. Das ist dieses hier, garantiert. Das ist cool. Das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Ups, das gehört woanders hin. Na, was ist das? Nagelfolie. Jawohl, und jetzt habe ich hier von dem Spruch was abgerissen. Ach, ich bin ja aber auch eine Tröte, ey. So, mal gucken, ob ich das hier wieder zusammengebastelt kriege. Schwupp. So, tut mir leid, Süße. Ich muss das hier jetzt alles so auseinanderfriemeln, sonst kriege ich das nicht mehr aneinander gebastelt. So, ich dachte mir, dass du davon eventuell, dass du daran, Entschuldigung, daran eventuell Interesse hast. Für Nägel oder B-Resin, UV-Resin, das heißen. Aufschneiden, Folie ab in Wasser und abschieben. Jawohl, cool. Da gucke ich nachher mal, oder ne, kann ich auch gleich machen. Ich krieg's nicht auseinander. Da hilft mir noch eins. Die Schere her. Also gut zusammengeklebt ist es auf jeden Fall. Vielen Dank, meine Süße, für das Nachtleuchtezeug. Das finde ich richtig cool. Die Bordüre hier übrigens ist auch sehr schön. Gelb. Ja, diese Spitzbordüren, die sind immer sehr schön. Die kann man für alles Mögliche verwenden. Und dann gucken wir mal die Folie an. Ach, wie süß. So ganz viele kleine verschiedene. Oh, die sind cool hier. Die Farben. Schwarz-weiße. Ach ja, da hat sie ja wieder so viele und kleine Engelchen. Kittis! Hallo Kitties. Noch mehr Kitties. Hier haben wir so ein bisschen
Lady. Früchtchen, freche Früchtchen. Die sind noch frecher hier. Cool. So. Lauter Blümchen. Und noch mehr. Ach cool, Buchstaben. Das ist auch cool. Einmal das komplette Alphabet. Das ist ja auch eine coole Sache. Okay. Nochmal Kitties in einem anderen Style. Die habe ich bei dir gar nicht gesehen, die Kitties. Warum habe ich die nicht gesehen? Habe ich vorgespult oder? Ach, böses, böse Freundin. Okay, und hier haben wir noch Mickey Mouse. Upsi. Okay, überredet. Und hier haben wir Fischlis. Ja, und hier noch zweimal Mickey Mouse und nochmal richtig coole Kitties in diesem Lila. Finde ich die richtig cool. Ja, vielen Dank, meine Liebe. Wie gesagt, ich mache mir meine Nägel jetzt nicht mehr irgendwie besonders vor Spanien, weil ich finde es Quatsch, die jetzt zu machen. Und in Spanien, dann gehen die mir da alle kaputt oder so. Und ich kann sie ja unterwegs einfach nicht neu machen, weil ich weder eine UV-Lampe habe, noch UV-Resin. Deswegen lasse ich das alles so. Und was haben wir hier? Das sieht aus wie Heftchen. Okay, das hast du auch alles so zusammengeklebt. Muss ich mal gucken, wie ich die Sachen hier auseinander kriege. Ich glaube, ich schneide die einfach auseinander, sonst habe ich hier, glaube ich, keine Chance. So, das war eine Seite. Jetzt schiebe ich den Kleber ab, jawohl. So, mal schauen. Okay, dann nehmen wir uns auch wieder die Schere zur Hilfe. Schwupp. Dann schaue ich mal hinein und das sind hier, ach so, das sind so Blanko. Zettel und das ist auch cool, weil ich habe nämlich vor, das darf ich jetzt eigentlich noch gar nicht verraten, weil es soll eine Überraschung für meinen Mann sein. Und zwar möchte ich für die Zeit, wo ich nicht da bin, ihm überall im Haus so Zettelchen verstecken. Immer was draufschreiben und dafür sind die richtig cool, weil die einfach so blanko sind. Ja, vielen Dank. Die sind auch zweimal, wenn ich das richtig sehe, und zwar einmal in weiß und einmal so ein bisschen Creme, wenn ich das hier richtig erkenne. Und dann haben wir hier, na, kriege ich auf, ja, das könnte selbst gebastelt sein und das ist es wahrscheinlich auch, schwuppi, und da hat sie dasselbe Notizheftchen genommen, ach cool, dasselbe Notizheftchen genommen, ja, das ist gut, KFC, ja, das wird euch uns jetzt immer so ein bisschen verbinden, ne? Weil unser, als ich Christina besucht habe, da waren wir zusammen bei KFC und sie war vorher noch nie da. Ja, und wir haben es uns da schmecken lassen. Und genau, KFC, ja, finde ich richtig witzig. Vielen Dank. So, und hier hat sie mir die Anleitung für dieses Notizheftchen hier gemacht, mit reingeschrieben. Ja, richtig cool, vielen Dank. Das ist auch süß hier, hat sie auch nochmal so ein Red dran gemacht. Ja, sehr süß und schnell gemacht, einfach gemacht. Zack, zack, fertig gemacht. Jawohl, cool. Vielen Dank. Siehst du, diesmal habe ich dir gar nichts selbst gemacht, oder? Doch, ich habe dir doch was Selbstgemachtes geschickt. Habe ich doch. Und hier hat sie mir nochmal welche von den Schmetterlingen mitgeschickt. Einmal in so einem hellen Ton, die finde ich unheimlich schön. Und hier diese natürlichen, also echten, die sehen halt wirklich aus, wie die echten Schmetterlinge aussehen. Ja, die Schmetterlinge sind der Burner, also ich finde die total schön. Aber bei uns da, also in Dortmund gab es die nur in dieser einen Farbe. Deswegen habe ich die auch nur in der einen Farbe bekommen. Deswegen noch mehr vielen Dank, dass ich die jetzt noch in anderen Farben habe. Und hier müsste es jetzt kommen. Jawohl, hier ist die Lama-Schrumpffolie, die ich mir so sehr gewünscht habe. Upsi, was ist hier? Da ist noch was runtergefallen. Ui, hier hat sie noch ein paar Eulenaufkleber mit dazu geschummelt. Ja, vielen Dank, die sind auch sehr schön. Aber diese Lamas sind natürlich, ne? Also da war ich so heiß drauf. Und hier hinten auch mit diesen Meerschweinchen. Total cool.
muss nur mal gucken, die muss man ja bestimmt auch irgendwie anmalen können. Und da habe ich direkt schon jemanden, dem ich da was draus machen kann. Ja, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir diese Folie mitgeschickt hast. Und hier unten haben wir noch so eine Nagelfeile ist das. Das ist ja cool. Eine Nagelfeile, die aussieht wie eine Eule. Natürlich viel zu schade, um sich die Nägel damit zu feilen, aber voll die gute Idee. Wo hast du die denn wieder her? Das wäre eine richtig coole Idee für Swaps, wo man dann einen Behälter von macht und die dann reinpackt und wenn man die Swaps tauscht. Das wäre ein richtig süßes Geschenk da drin. Ja, vielen Dank, meine Süße. Ja, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie fast immer, wenn wir tauschen, warum du mir noch Sachen schicken willst. Weil ich habe dir ein paar Kleinigkeiten mit dazu getan. Und wenn ich mir das hier alles so angucke, dann hast du mir doch schon wieder viel mehr mit reingetan als ich dir. Da hinten ist auch noch sind auch noch die Teilchen und das KFC darf natürlich auch nicht fehlen. Also weiß ich nicht, warum du mir jetzt wieder noch was zusätzlich schicken möchtest. Also ich finde, das ist ein völlig gerechter Tausch. Keine Ahnung. Ja, mach wie du das möchtest. Du weißt ja, wir beide, wir können immer über alles reden und wir werden uns immer irgendwie einig und das funktioniert bei uns sowieso super. Genau. Also, wie gesagt, für mich ist das so völlig in Ordnung und ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die schönen Sachen. Hab dich lieb, meine Süße. Und ja, euch anderen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.